Meine Lieben, das haben wir ganz lange nicht gemacht, nämlich ein Auswahlorakel. Und da habe ich jetzt irgendwie so die Intention gehabt, dass das für heute mal das Richtige ist, weil somit entscheidest du ja auch ein Stück darüber, ob das wirklich dann auch deine Legung ist. Entscheide jetzt auch erstmal nur nach Farbe, Orange, Blau oder Grün. Und dann lasse ich dir einen Moment Zeit, überlege, für welche Farbe du dich entscheidest. Und dann geht's hier los. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt euch entschieden. Wir fangen der Reihe nach an, und zwar mit dem Thema Grün, nämlich Heilung zuallererst, ja. Und dann schauen wir einfach mal, was uns die Karten hier als erstes verraten. In Kürze wirst du aufblühen, ja. Nach einer langen Zeitspanne, ja, kommt Klarheit und es kommt ein Treffen, auf das du sehr lange gewartet hast. Das ist doch schon mal, finde ich, eine ganz positive Geschichte. Gespräche verfestigen das, also auch die Vitalität kommt definitiv zurück, ja. Also das ist eben auch da. Vitalität kommt zurück, gute Gespräche im beruflichen Bereich und deine Wünsche werden sich verfestigen. Auch hier wieder klare Gespräche bringen Stabilität, Einladungen und romantische Treffen in dein Leben. Großes Glück steht an, ja, das sieht man. Also auch eine männliche Person, mit der du wohl schon Kontakt hast, fängt jetzt an, sich mehr für dich zu interessieren, dir die Aufmerksamkeit zu schenken. Du hast dich so ein bisschen ja, bewegungsunfähig gefühlt in der Vergangenheit. Jetzt kommt aber definitiv hier eine ganz gute Aufklärung, eine Klarsicht rein. Und du kommst wieder zu Beständigkeit zurück, zur Wertschätzung zurück, zur Erdverbundenheit. Also das sieht doch alles sehr gut aus, ne? Also wenn du grün gewählt hast, haben wir hier doch schon mal ganz positive Impulse sozusagen drin, ne? Also das gefällt mir schon mal. Gucken wir mal, was die Karten hier noch so alles sagen für die anderen, ne? Übrigens, ich bin am Sonntag um 17:30 Uhr live, weil ich noch zu einem Geburtstag muss. Aber das wird ja hoffentlich auch kein Problem darstellen. Ihr habt ja frei. Ne? So, also wenn du dich für den Liebespower für Orange entschieden hast, ja, dann kommt hier universelle Hilfe, auch hier ganz viel Kraft hinein. Die Liebe, die Dualseelenbeziehung kommt in die Verantwortung und das ist doch genau das, worauf du letzten Endes wartest. Geheimnisse lösen sich und schauen wir, wir haben Sonne und Sommer dabei, also beides mal Stärke und positive Impulse, eine ganz positive Kraft, die hier für dich am Wirken ist, ja. Und hier kommt auch ein stabiler Neubeginn rein, auch mit einem gemeinsamen Zuhause, was ihr euch jetzt erschaffen werdet, ja. Man sieht, dass jetzt weniger Kontakt da gewesen ist, vielleicht in der Vergangenheit, sich das jetzt aber noch mal ganz positiv entwickelt, ja. Und hier in jedem Falle in die Partnerschaft geht. Da liegt die Partnerschaft dabei. Und hier oben liegt ja auch die Dualseele und die Liebe mit auf, ja. So, dann ist es so, ihr habt euch viel erarbeitet, ja, und jetzt kommt Klarheit in alles rein und ihr habt alle Werkzeuge in der Hand, jetzt ganz klar stabil, neu und vor allen Dingen sehr positiv zu beginnen. Und das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz schöner Aspekt hier im Ganzen, dass man jetzt wirklich merkt, okay, es geht jetzt auch los, man hat alles, man hat das Zeug, hier jetzt zu agieren und man möchte miteinander etwas gestalten. Also auch hier passend zu dem Booster natürlich. Die gibt es morgen Abend natürlich auch wieder im Live. Ihr habt auch die Möglichkeit, angerufen zu werden von mir im Live, wenn ihr das möchtet. Also seid dabei. Wenn ihr den Erfolg gewählt habt, upsala, dann schauen wir uns das jetzt mal an, was hier kommt. Leidenschaft kommt in jedem Falle rein, ein klarer Neubeginn durch deine männliche Hauptperson, ja. Und man wird sich etwas aufbauen und erarbeiten. Also auch das ist doch schon mal sehr gut. Und hier die Seelenpartnerschaft, die jetzt eine ganz neue Dynamik annehmen wird.
Und das Warten ist vorbei. Es kommt schneller zu einem Treffen und wieder zu Kontakt, als du denken kannst, ne? Und du kriegst die Antworten auf die Fragen, ne? Die da waren. Du kriegst Genugtuung, du kriegst Wertschätzung präsentiert und vor allen Dingen auch, dass er sich mit dir als Einheit fühlt. Großes Glück dabei, die große Transformation und hier haben wir auch wieder den Reichtum mit dabei, inneren und äußeren Reichtum. Also es wird eine ganz tolle, schöne Phase für euch kommen und für euch da sein und vor allen Dingen eine bereichernde Phase. Und man ist jetzt in diesem Wandel drin, diesem Transformationsprozess, der Übergang ist zum Greifen nah und steht hier einfach mit Erfolg dabei. Meine Lieben, also das ist doch schon mal ein ganz schönes Orakel. Ihr könnt heute auch noch bei der Dualseelenzeremonie Teil 2 zumindest auch dabei sein. Wer das möchte, kann mir also da definitiv auch noch schreiben. Es sind noch zwei oder drei Plätzchen frei. Auch macht doch nichts, wenn ihr den ersten Teil nicht mitgemacht habt. Geht natürlich auch immer separat und wir sehen uns morgen Abend. Bis dahin, euer Michael. Ciao.